Hallo liebe Schüler, hallo liebe Eltern. Um das Ganze einfach zu halten, erkläre ich das Ganze am Beispiel des Schülers Max Mustermann. Aus diesem Grunde werde ich auch die Du-Form im Folgenden verwenden. Heute erkläre ich euch, wie ihr euch in der SchoolFox-App anmeldet. Aktuell sind wir dabei, diese App für alle Klassen einzuführen. Falls ihr noch keinen Anmeldelink oder Informationen bekommen habt, wendet euch gerne an euren Klassenlehrer. Die SchoolFox-App ähnelt eigentlich eurem Logbook. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, uns Lehrern Mitteilungen zu schreiben oder aber wir Lehrer haben die Möglichkeit, euch Aufgaben zukommen zu lassen, euch und euren Eltern Elternbriefe zukommen zu lassen. Es ist quasi so ein WhatsApp für Schüler und Eltern. Das ist Lehrer Lempel. Er hat Aufgabenblätter für seine Schüler. Zu Hause sitzt Max Mustermann bei seinen Eltern, Frau und Herrn Mustermann. Er hat keine Aufgaben. Aber jetzt gibt es Aufgaben und Mitteilungen seines Lehrers direkt aufs Handy mit der SchoolFox-App. Damit das funktioniert, hat Herr Lempel einen Elternbrief mit Einladungscodes an die Eltern und die Schüler verschickt. Hier zeige ich euch nun, was Max machen muss, damit er die Mitteilung empfangen kann. Damit auch die Eltern Nachrichten von den Lehrern empfangen können, gehen sie nach demselben Prinzip wie Max vor und melden sich ebenfalls auf der SchoolFox-App an. Hier seht ihr auf der linken Seite das Handy von Max. Auf der rechten Seite sehen wir den Internet Explorer oder Internetbrowser von Max, welchen er auf seinem Desktop-PC geöffnet hat. Zum Anmelden bei SchoolFox brauchen wir auf alle Fälle eine E-Mail-Adresse. Wer keine E-Mail-Adresse hat, der kann ruhig eine Wegwerf-E-Mail-Adresse oder Trash-Mail benutzen. Ich schlage hier die Website www.biom.de vor. Dort legt Max eine E-Mail-Adresse an mit dem Namen max-sagichnicht@biom.de. Dort sieht er eine E-Mail von der Firma Biom und in der nächsten halben Stunde werden dort auch die anderen E-Mails eingehen. Sowohl Max als auch seine Eltern bekommen einen Einladungscode. Hier der Einladungscode von den Eltern und an die E-Mail-Adresse von Max wurde ein anderer Einladungscode versendet. Max muss diesen Einladungscode gleich in der SchoolFox-App eingeben. Beide Briefe sollten im Übrigen unterschrieben werden von dem Schüler Max und von seinen Eltern und bei Gelegenheit an den Klassenlehrer zurückgegeben werden. Max ruft nun die SchoolFox-App auf, um sich anzumelden. Dort klickt er auf Ich bin neu hier. Dann gibt er den Einladungscode ein, indem er auf Einladungscode eingeben klickt. Die Eltern geben den Elterncode ein. Der Schüler gibt bitte den Schülercode ein. Also, Max gibt 98XX7T als Einladungscode ein und sagt dann, Konto erstellen. Er sieht seinen Namen, Max Mustermann. Jetzt gibt er seine E-Mail-Adresse an. Wir erinnern uns, Max, sag ich, unterstrich, nicht at biom.de. Außerdem wählt Max gleich ein Passwort, welches nicht zu einfach sein sollte. Es sollte mindestens 8 Zeichen lang sein. Ein Sonderzeichen und einen Großbuchstaben enthalten. Nach Eingabe des Passwortes klickt Max auf Weiter. Bestätigt nochmal seine E-Mail-Adresse.
gibt nochmal seinen Vornamen und Nachnamen und die Anrede an. Also, Herr Max Mustermann, du bist mit den allgemeinen Nutzungsbedingungen einverstanden und darfst diese auch bestätigen. Dann schließt du die Registrierung ab und bekommst auf deine E-Mail-Adresse max-sag-ich-nicht@biom.de eine E-Mail geschickt. Die E-Mail öffnest du bitte. Und bestätigst die E-Mail weiter unten. Mit deiner E-Mail kannst du dich nun einloggen. Klar brauchst du das Passwort von eben. Sobald du auf Anmelden klickst, bist du auf der Oberfläche von SchoolFox. Tja, liebe Schüler, für uns Lehrer ist das natürlich super. Wir können euch jetzt jederzeit Arbeitsblätter zuschicken. Aus euren Corona-Ferien ist nun Corona-Homeoffice geworden. Aber ihr habt auch einen Riesenvorteil. Ihr könnt uns als Lehrer jederzeit erreichen und wir können jederzeit eure Fragen beantworten. Denn ihr seid nicht in der Schule, wir sind nicht in der Schule. Und wären wir es, dann könnten wir die Fragen in der Schule klären. Jetzt geht es nur noch online. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ihr Fragen stellen könnt und wie ihr Mitteilungen an die Lehrer senden könnt.